Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht heute mit keinem Let's Play weiter. Wir machen heute die Blindfolded Challenge. Die habe ich vor einigen Jahren schon mal versucht. Ist nicht so gut geendet. Allerdings hatte ich jetzt mal wieder Lust darauf, weil ich war auf der Suche nach einer Cast Challenge und das geht immer, würde ich sagen. Und da würde ich sagen, wir schnacken nicht lang und beginnen einfach direkt. Ich würde bei ihr im Gesicht so anfangen. Ich glaube, ich ziehe an den Reglern aber nicht, sondern ich wähle einfach nur ein Preset aus. Ich denke, das ist für uns alle in Ordnung. Ich werde einfach nur die Augen schließen. Ich habe keine Augenbinde. Das reicht aber, denke ich, aus. Also, ich mache hier mal so ein bisschen und habe nichts ausgewählt. Schade. Ich habe hier was in der Hand und ich kann Dinge tun. Hat sich gefühlt nichts geändert. Schade. Ist aber kein Problem. Bei Augenbrauen müssen wir natürlich Farbe und Form unabhängig voneinander machen. Ich schließe meine Augen und ich bin soweit und ich nehme dieses. Sweet. Sehr, sehr gut. Und bei den bei der Farbe müssen wir dann mal gucken. Ich treffe einfach nicht, ne? Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Machen wir weiter mit den Augen. Und die Augen sind zu. Und stopp. Ich nehme das. Ein bisschen weit aufgerissen. Da können wir dann auch die Farbe wählen. Wenn ich treffen würde. Oh, so ein Grünton. Süß. Die Nasi. Ja, ist aber in Ordnung. Und der Mund. Wenn ich was treffen würde. Ich, warum? Warum tue ich mir das an? Wangen! Ja, da ändert sich halt immer nicht so krass viel, ne? Kiefer. Wird jetzt, glaube ich, denke ich, auch nicht so viel ausmachen. Ja, ist in Ordnung. Und ein Kinn suchen wir uns noch aus. Okay, das ist ein sehr markantes Gesicht. Heißt natürlich nichts, ne? Wir schauen mal, ob wir... Achso, die Hautfarbe müssen wir auch noch ändern. Oh, sie ist ein bisschen dunkler geworden. Aber das ist in Ordnung. Habe ich jetzt erstmal nichts gegen. Ich wollte gucken, ob ich ihr ein Skin-Detail gebe. Lashes vielleicht? Oder ein Skin? Potenziell sehr, sehr gut. Wir schauen mal. Oh, so ein Highlighter. Ja, besser als nichts, sage ich. Vielleicht haben wir ja Glück und die Haare verdecken einfach ihr ganzes Gesicht und dann ist es doch nicht mehr so schlimm. Wir schauen einfach mal. So, und stopp. Ich habe nichts angeklickt. Schade. Next try. Okay. Süße Frisur auf jeden Fall. Oh. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Weiß ich jetzt nicht so genau. Irgendwie wird das schon wieder eine Katastrophe, ne? Also, ich meine, letztes Mal war es gefühlt noch schlimmer. Also, ich fand das echt richtig schlimm, aber kein Ding. So, und hier sind wir hier. Ganz dick. Na gut, kein Problem. Und sie ist absolut gar nicht muskulös. Ist in Ordnung. Ihre Schultern sind schmaler geworden. Ihre Boobies. Ja, läuft bei ihr. Ja. Ihre Hüfte. Mhm. Ihre Oberschenkel sind dran. Okay. Ihre Waden. Okay, Füße finde ich mal ein bisschen schwierig. Sollte okay sein. Dann ihr Bauch. Mhm. Und ihr Popo. Ja. Jetzt noch ihre... Arme. Und ihre Unterarme. Zack.
So. Also vom Körperbau finde ich sie eigentlich ganz süß, ganz schnuggelig. Nur wie gesagt, also farblich passt das hier oben noch nicht so ganz. Aber ansonsten geht's eigentlich. Also sie sieht jetzt auch nicht wie ein kompletter Unfall aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, ihre Augen sind ein bisschen weit aufgerissen, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, ich habe noch nie einen schlimmeren Sim gesehen. Also es ist in Ordnung. Komm, wir beginnen einfach mit dem Make-up. Anstatt mit der Kleidung. Einfach, um uns hier noch mehr Struggle zu geben für das Leben einfach. Man gönnt sich ja sonst nichts. Okay. Dieser Lidschatten und wir gucken mal, was wir hier für eine Farbe auswählen. Oh, steht ihr aber actually ganz gut. Eyeliner. Also wir gönnen ihr, wenn dann alles. Alles oder nichts, wa? Oh, kann ich schwarz kriegen? Weil das ist ein bisschen viel. Ich klicke leider raus. Ups. Hoppala. Ich klicke die ganze Zeit daneben. Ich klicke immer noch daneben. Kann ich aufhören, daneben zu klicken? Ich... Mein Gott, hallo. Ich klicke nichts an. Jetzt. Okay, es ist rosa. Das finde ich ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Kein Problem. Oh. An sich süß, wenn das nicht so übertrieben wäre in ihrem Gesicht. Aber vielleicht können wir das ja noch bessern. Wenn ich treffen würde. Oh mein Gott, es ist einfach nur noch schlimmer geworden. Nein! Und hier bekommen wir das hier. Oh mein Gott. Vampir-Lippenstift, das sagt natürlich schon alles aus eigentlich. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, Alter. Ew. Okay, es ist doch schlimmer als letztes Mal. I'm sorry, aber... Ist das eklig? Nee, I'm sorry. Ja, und dann sowas Schickes, ist klar, ey. Da kann man wenigstens mit dem Swatches nicht so viel falsch machen, weil das ist halt hübsch. Ich weiß ja nicht, Leute. So eine Hose würde ich da jetzt auch nicht unbedingt dazu anziehen. Vor allem, weil das ein bisschen klippt mit ihren Armen. I don't know. Oh. Ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll. Und Schuhe gönnt sie sich diese hier. Das geht aber eigentlich. Jetzt noch die Farbe analysieren, wenn ich treffen würde. Ja, das ist soweit in Ordnung, ne? Guck mal, ich würde ihr gerne Leggings geben. Ich weiß, dass das ein ganz schlimmer Fehler sein wird, aber ich denke mir so, wenn sie schon eine lange Jacke anhat dann, und dann eine kurze Hose. Also, ich werde es bereuen, 100% werde ich es bereuen. Ich habe hier was, aber das sieht man nicht. Schade. Doch hier sieht man das ein bisschen. Super, das ist so eine Hose unten drunter. Toll. Das ist ja schon fast großartig. Dann versuchen wir es nochmal mit Socken oder so. Kein Problem. No, die sieht man auch nicht. Aber für den Fall der Fälle nehmen wir natürlich trotzdem hier eine Farbe. Toll. Ich werde diesen Unfall nicht abspeichern. Oh mein Gott, Leute, das ist absolut schrecklich. Das ist wirklich ein Unfall. Also ohne das Make-up ging es ja noch, aber was ist das? Also ich meine, das hier, das Outfit an sich ginge ja theoretisch auch noch, aber das Make-up ist einfach absolute Katastrophe. Also das ist sogar letztes Mal besser geworden und das war schon... Also da wollte ich jetzt nicht wirklich drüber reden mit euch, Leute. Ich habe jetzt zwar trotzdem einen Screenshot von ihr gemacht, aber... Also wenn ich das ins Thumbnail setze, dann klickt da ja keiner drauf. Deswegen werde ich das auch einfach nicht tun. Ich nehme einfach mein Sim-Self, das einfach nur absolut deprimiert ist. Man kennt's. Ich verlasse jetzt dieses Spiel. Also zumindest gehe ich ins Hauptmenü. Nein. Also so kurz habe ich schon lange nicht aufgenommen, aber ich halte es ja auch nicht länger aus. Das war schon wieder absolute Katastrophe. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie Spaß gemacht. Ist schon mal jemals bei einer Blindfolded-Challenge was Gutes bei rumgekommen? Bei mir jedenfalls nicht. Und ich dachte, heute könnte vielleicht mein Tag sein. Naja, vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir es in
10 Jahren nochmal versuchen gefühlt. Und wenn ihr mögt, könnt ihr ja nochmal dieses alte Video angucken. Aber wundert euch nicht, ich war da natürlich nochmal ein gutes Stück jünger. Und ja, vielleicht hat es euch ja doch gefallen. Wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!